Denn bei uns zu Gast dürfen wir begrüßen Pamela Pum oder besser gesagt Pam. Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Es gibt Neuigkeiten. Ihr wart früher unter dem Bandnamen Deram unterwegs. Genau. Jetzt heißt die Band nur noch Pam. Also Pam, genau. Man konzentriert sich ganz auf dich und auf die Sängerin, so wie das eigentlich sein sollte und üblich ist. Und nicht nur der Bandname ist anders, sondern auch die Musik, die hat sich ein bisschen verändert. Vorher war Englisch, vorher waren viele Einflüsse aus Rock bis Metal bis hin zu Pop. Ein buntes Mischmasch. Und jetzt ist Deutsch. Stimmt das? Jetzt ist es genau. Es ist jetzt der Mundort Pop-Rock mit Synth-Einschlägen. Also es ist relativ eingängig, sage ich jetzt einmal. Es ist von den Messages ziemlich klar. Jetzt dann drum auch der Sprung von Englisch auf Deutsch, weil man sich jetzt nicht mehr hinter einer Sprache verstecken will, wie man das vielleicht manchmal macht. Ja. Sondern jetzt ganz klar sagen will, was man sich denkt und darum auf wir 100. Sind aus Amstetten und dort spricht man so und Punkt und aus. Die neue Single heißt Egal. Genau, was ist alles egal? So viel ist gar nicht egal, aber was auf jeden Fall egal ist, also es ist rein theoretisch, das Lied handelt um diese Engstirnigkeit, wenn es um die Körperideale geht. Mhm. Und das war mir ganz besonders immer Anliegen. Hab mich auch selber immer sehr begleitet, mein ganzes Leben lang. Und das Lied so im Prinzip einfach nur aussagen, es ist egal, was andere über einen denken. Mhm. Es ist wichtig, was man selber von sich selbst hält. Und das ist das Einzige, was zählt. Und darum ist es egal, was andere über einen denken, solange man selber glücklich ist. Passt es? Dann passt man halt. Also eine klare Positionierung gegen den Schönheitswahn. Genau. In aller Welt, genau. Und auch hierzulande. Genau, weil wir alle gleich sind. Du nimmst ja auch das Thema Selbstliebe an. Kommunizierst du das nur in deinen Songs oder auch auf Social Media? Und wie ist da das Feedback von deinen Fans? Also ich schon langsam, also ich bin natürlich auch, ich vertrete die Meinung und die auch ganz offen auf Social Media und auch so in person, sage ich jetzt einmal, wenn man mich so trifft. Ich glaube, jeder, der mich kennt oder mich kennengelernt hat, weiß, dass es mir auch wirklich egal ist. Also das ist nicht nur alliert, dass man denkt, das ist richtig und das sollte so sein, sondern ich vertrete die Meinung schon wirklich und ich vertrete die auch gerne auf Social Media und sage das auch. Ja. Und das kommt nämlich auch an, sehr gut an. Ja, ich verstecke es auch hinter ein bisschen einen Witz manchmal. Das funktioniert manchmal schon ganz gut. Ja. Auch mit dem Zeichen des Fitnesswahns, also das ist ja so aktiv gerade auf Instagram. Kommt da vielleicht auch Gegenstimmen? Ja, natürlich. Es ist immer dieses Thema, egal, soll jetzt überhaupt nicht dazu auffordern, bitte, keine Ahnung, werdet jetzt alle übergewichtig und umgesund bitte. Überhaupt nicht, das ist nicht der Sinn dahinter. Ich habe immer gesagt, es gibt nur zwei Gründe, warum ich mein Gewicht verändern würde. Und das ist, wenn ich mich selber nicht wohlfühle oder wenn es gesundheitlich einfach Schäden hätte. Aber sonst gibt es für mich keinen Grund. Und es kommt natürlich immer wieder diese Gesundheitsgeschichte. Und ja, aber es ist nicht gesund, richtig, aber ich bin gesund und ich weiß es. Und wenn es nicht mehr war, dann würde ich es auch verändern. Und das ist eigentlich das Einzige. Die Single, egal, wie schaut es aus mit Album? Ist da schon was jetzt? Ja, ist natürlich schon. In der Pipeline? Ja, es ist schon fast fertig. Kommt auch im Herbst dann das Album. Und jetzt haben wir mal gesagt, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt. Mit dem Album kommen jetzt einmal ein paar Singles und dann im Herbst kommt dann das Album. Und ist dann auch eine Tour geplant? Natürlich. Genaue Daten haben wir da jetzt noch nicht. Das ist dann alles auf unserer Homepage oder auf Facebook natürlich vertreten und geben wir da immer bekannt. Aber es wird natürlich auch viele Live-Shows dann geben, auf denen wir sich schon massiv gefallen. Nur in Österreich oder geht es über die Grenzen hinweg auch nach Deutschland, Schweiz? Nach uns gegangen, überall hin, wo es uns halt verstehen. Ja. Wo man halt Deutsch versteht. Bayern dürfte in dem Fall, kein Problem sein. Nein, das ist kein Problem. Vielleicht auch noch zu den restlichen Songs auf dem anstehenden Album. Wird es auch eher sozialkritisch sein oder gibt es da wieder vielleicht das ein oder andere liebesthematische Lied, das da mit dabei ist, so wie es bei deiner vorigen Band auch schon war? Es ist wirklich eine bunte Mischung. Es sind einige Lieder dabei, die eine ganz klare Message senden. Eben sozialkritische Messages, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich, ich kann es auch nicht bleiben lassen. Da bin ich halt auch zu Mädchen. Die Liebe muss besungen werden. Definitiv. Und natürlich sind auch ein paar Lieder über die Liebe dabei. Aber auch, und das war mir besonders ein besonderes Anliegen, dass viele Lieder dabei sind, die was halt wirklich eine Message haben. Also gehe ich jetzt davon aus, dass du auch die Texte selber geschrieben hast?
Genau, also die Texte schreibe hauptsächlich ich oder komme mit der Idee zum, wie hört sich das Lied für mich an? Was würde ich da jetzt mir vorstellen, dass ich das jetzt der Herrn Mechert dazu und so schreibe dann die Texte immer danach. Also sind das keine Themen, die selber in deinem Leben gerade aktuell zum Thema sind, sondern du setzt dich hin und befasst dich mit den aktuellen Sachen aus der Welt? Nein, es ist schon eigentlich immer sehr persönlich. Es ist natürlich dann, ich mag das immer so bei Liedern, wenn ich mich angesprochen fühle. Wenn ich mir denke, ja genau, genau so, wie man es auch dachte. Und darum versuche ich es natürlich dann so zu formulieren, meine Situation so, dass es vielleicht für wen anderen auch passen würde. Aber ich konnte zum Beispiel jetzt kein Lied schreiben über, keine Ahnung, irgendein Thema, was mich jetzt nicht betrifft. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Das würde nicht wirklich authentisch rumkommen. Authentisch wird es aber bei Egal und beim anstehenden Album, das im Übrigen wie heißen wird, weiß man das schon? Auch Pam. Auch das Pam. Ist sehr oft Pam, Zeit Pam. 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 Authentisch wird es in dem Fall dann auf jeden Fall. Die Band trägt durch und durch deine Handschrift. Absolut. Pamela Pum mit der Band Pam, der neuen Single Egal. Das Album dauert auch nicht mehr lange, bis es da ist. Und dann können Sie Pam natürlich bei diversesten Live-Shows im ganzen Land auf jeden Fall vielleicht auch über die Grenzen hinweg bewundern, bejubeln, besingen, beschreien, wie auch immer. In der Zwischenzeit kann man auf Social-Media-Kanälen alle aktuellen Umtriebigkeiten von Pam mitverfolgen und auch schon mal in die neue Single reinhören. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder für Sie zurück. Bleiben Sie dran.